Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Heute wieder eine etwas, ja, was können wir noch so vor allem, was noch kommen wird, machen? Folge, also extra Sachen. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz cool, mal über diese Superwaffen zu sprechen. Ich habe mir mal angeguckt, wie man die bekommt. Es war auch richtig so, weil da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich bin davon ausgegangen, es gibt wahrscheinlich irgendwelche Superwaffen für jeden Charakter, weil das normalerweise immer so ist in solchen neueren Final Fantasies. Ja, wie man die bekommt, ist ein bisschen weird. Und ich werde da wieder nie drauf gekommen. Erstmal sind wir hier schon mal richtig. Und wir müssen zuallererst mal, bevor wir überhaupt irgendwas machen können, dieses Chocobo-Rennen hier gewinnen. Er will, dass ich aufsteige. Ich weiß nicht, ob ich das richtig machen werde. Wie es funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Oh Gott, ich muss selber laufen. Okay. Kurz stehen geblieben am Anfang, das war nicht gut. Okay, ich will keine Truhen einsammeln, ich will zum Ziel. Das heißt, wir laufen so schnell es geht runter. Kann ich jetzt einfach links rumlaufen? Ich glaube, wir sind vor dem anderen, oder? Ich sehe den nämlich noch nicht und hier ist das Ziel. Nein, nicht hochlaufen. Ich denke mal, unten ist das Ziel. Gewonnen. Okay, das war einfach. Hier gibt es anscheinend nur einige Schatztruhen zu sammeln, ne? Sind die es wert? Muss ich gewinnen, um die Schatztruhen zu bekommen? Das wollten wir haben, den Nebelspiegel. Ein Item, mit dem man verschiedene Siegel, die ins Spiel verstreut liegen, brechen kann. Doch hier sind seine Kräfte versiegelt. Wo kann man diese Kräfte wiedergewinnen? Ich laufe nochmal runter. Vielleicht können wir eine Frage von Schätzen mitnehmen. Ach, ich darf jetzt. Oh, ich müsste jetzt auf die. Nee, doch nicht, okay. Ich dachte, ich müsste auf die andere Seite zurücklaufen, den anderen ansprechen und dann wieder hier runter. Aber nee, muss ich nicht, Gott sei Dank. Frage ist jetzt, wenn ich mir die Schätze hole und verliere, kriege ich die Schätzbelohnung dann trotzdem? Ach, das sind Abkürzungen. Wow, das ist gar nichts Relevantes. Das ist völlig irrelevant. Oh Gott, da bist du ja schon. Ich bin entgegengelaufen, sorry. Ach so, das sind einfach nur solche Jump-Dinge. Ich dachte, man könnte hier noch Schatztruhen auf dem Weg öffnen. Ja, das ist ja völlig irrelevant dann für mich. Gut. Dann müssen wir das nicht nochmal machen. Alles klar. Gut zu wissen. Kriegen wir trotzdem noch was? Trostpreis. Stangen berührt einmal. Eine Schatztruhe geöffnet. Ein Potion. Okay, wir müssen Stangen berühren und Truhen öffnen. Dann kriegen wir am Ende noch eine extra Belohnung. Aber dann müssen wir wahrscheinlich trotzdem gewinnen, sonst kriegen wir gar nichts. Ist okay. Ich habe genug davon erfahren. Deswegen bin ich heute nicht unterwegs. Wir haben heute noch viel anderes vor. So, also wir haben jetzt, was wir brauchen. Den Spiegel. Aber der Spiegel funktioniert noch nicht richtig, wie uns diese Stimme aus dem Nichts gesagt hat, nenne ich es mal. Und um die nutzen zu können, müssen wir nicht zum Speicherpunkt, wie ich leider immer noch fälschlicherweise tue, sondern wir müssen. Ich glaube hier hin. Oder? Nee. Hier müssen wir. Nee, Quatsch. Hier müssen wir hin. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen, weil. Nee, Makalania? War doch der Wald. Kam der. Ach ja, der kam ja vor der Donnersteppe. Aber das ist der falsche Wald. Wir müssen hier rein. Das war der Leuchtenwald, richtig? Mit den ganzen Schmetterlingen und. Und jetzt die Stadt, das ist nicht gut. Hier will ich eigentlich gar nicht sein. Und nach der Stadt kam doch erst das Donnersteppenfeld. Das heißt, ich bin hier falsch. Okay. Ich will dahin, wo diese leuchtenden Bäume waren und der Schmetterlingskram und so, ne? Dann gucken, wo das war. Liste. Also war das. Das war doch Makalania, klar. Genau. War das Lama, Donnersteppe, Makalania, genau. Ja. Let's go. Das ist irgendwo tiefer drin in Makalania, ne? Bist du die, die wir eingeholt haben? Die Lina? Ich glaube schon, ne? Ich wollte ins Laden arbeiten, aber ich darf leider nicht, weil ich nur Albed spreche. Okay. Wir werden. Nee, ich weiß nicht, was du sagen willst. Angestellte, Deutschsprache beherrschen, keine Ahnung. Sind wir auf der anderen Seite? Das ist ja unglaublich. Oh, die Schatztruhe haben wir noch nie geöffnet. Die kann ich jetzt mal öffnen. Nehmen wir mit, ne? 4000 Gil. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ihr kennt den Ort auch. Ich laufe mal eben dahin ohne euch. Also bis gleich. Da wäre ich schon. Geht recht fix, wenn man die Kämpfe ausschaltet.
Ja, erinnere ich vielleicht noch, das war der Anfangspunkt von dem Makalania-Wald. Rechts kommt man recht fix zur stillen Ebene. Und dem Ort, wo Tidus und Yuna sich zum ersten Mal geküsst haben und so weiter. Und genau hier am Anfang wollt ihr hin. Wie man darauf kommen soll, ey, keine Ahnung, ne? Aber ihr müsst mit ihr hier sprechen. Oder mit den beiden sprechen. Seit Stunden warten wir auf meinen Mann, aber er taucht einfach nicht auf. Wir wollten uns hier mit Fati treffen, aber er kommt nicht. Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Und den müssen wir jetzt halt suchen. Gott sei Dank weiß sie schon, wo der ist. Aber wie soll man darauf kommen, dass die damit zusammenhängt? Mit dem Spiegel. Oh, bist du neu hier? Ich weiß zwar nicht, was im Orden passiert ist, aber es sind so viele Tempelkrieger unterwegs. Na gut, du hast nichts Wichtiges zu sagen. Und zwar hier in der Höhle, wo wir damals nach der komischen, etwas überstürzten Szene von Flucht angelangt sind. Ich wollte mich hier mit meiner Familie treffen, aber von ihr fehlt jede Spur. Sie warten da drüben, oder? Oh, tatsächlich? Danke, Junge. So, das mussten wir jetzt machen. Frag mich nicht warum, aber es gehört alles dazu. Und jetzt? Wie euch vielleicht auffällt, fehlt jemand anders. Dank euch habe ich endlich meine Frau gefunden. Dank Ihnen haben wir uns endlich treffen können. Vielen Dank. Aber mein Sohn ist in den Wald, um nach meinem Mann zu suchen. Okay, jetzt müssen wir den Sohn finden. Der ist jetzt hier oben. Und jetzt kommt diese eine Stelle zum Tragen, die ich schon mal gesehen habe, damals und die ich auch gesehen habe, wo ich dachte, warum können wir da noch nicht hin und warum versperrt uns da eine Person? Hier war nämlich eine Person, die hier stand, den Weg. Jetzt können wir hier hoch. Und da ist der Junge, warum auch immer. Irgendwas Wundersames liegt in der Luft. Da ist bestimmt was. Bestimmt ist hier irgendetwas versteckt. Was es wohl sein mag? Den Nebelspiegel verwenden. Na gut, jetzt weiß man es natürlich, ne? Aber wie hätte man darauf kommen sollen? Solaris-Spiegel. Echt? Du hast meinen Vati gefunden? Wow, danke. Und tschüss. Ja. Ich weiß nicht, warum die Questline mit den beiden da zusammen und den drei da zusammenhängt. Nicht? Wie man darauf kommen soll, ist mir auch ein einziges Rätsel. Das war schon richtig, da mal nachzulesen. Gut, speichern wir erstmal diesen Erfolg. Mit diesen Dingen können wir jetzt Truhen öffnen, in denen diese Waffen drin sind. Ich kann mich, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ich vergesse eine, wenn ich das sage. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nur an eine erinnern. Und zwar bei der Arena. Da war nämlich eine Truhe. Und in dieser Arena-Truhe würde man jetzt Orins Waffe finden. Und das können wir eigentlich auch mal machen. So als die erste Sache, die wir sehen können. Liste. Dann müssten wir zum stillen Ebene zurück. Bloß nicht aus Versehen hier auf Plänen, dann geht es nämlich weiter wahrscheinlich. Dieses Abwürgen. Weißt du, ich habe das Gefühl gehabt, dass das dasselbe Paar ist irgendwie, oder? Das mit derselben Familie, aber die sehen einfach nur so ähnlich aus wahrscheinlich. Die waren nämlich eben auch schon hier, bevor wir das gerade gemacht haben, deswegen. Ja, ich möchte gerne ein Chocobo, dahin bin ich nämlich schneller da. Und wie gesagt, diese Bedingungen, um die Waffen zu bekommen, ist erstmal ziemlich simpel, ne? Also simpel ist es, also darauf zu kommen ist eigentlich unmöglich, aber die Ausführung ist bislang simpel. Das ist aber nicht das Problem. Warum, werden wir gleich sehen. So, wir nehmen jetzt hier die Truhe. Solare Spiegel reagiert. Verwenden. Das ist gar nicht Aurons Waffe, das ist Yunas Waffe anscheinend. Weil Yuna nämlich davor getreten ist. Okay. Gut, ich weiß es nicht sicher. Ich dachte, es wäre Aurons hier. Mein Fehler. Das ist die von Yuna. Gut. Ja. Dann gucken wir uns doch mal diese super Waffe an, oder? Diese krasse, perfekte Waffe. Da ist sie. Nirvana.
Sie kann gar nichts Besonderes außer 0 AP. Was macht 0 AP? 0 AP heißt, sie kriegt keine Erfahrung mehr. Also 0 AP halt. Toll, ne? Also ausrüsten möchte man das nicht. Ich glaube sogar, das ist ähnlich wie damals bei, bei Brüderchen. Bruderherz, nicht Brüderchen, sorry. Bei Bruderherz, die Waffe nicht aufrüstbar sein dürfte, richtig? Wir gucken mal kurz, wir müssen ganz runter dafür. Wir haben zwar Slots da drin, aber wir können da selber nichts reinbauen. So müsste es, glaube ich, sein. Wenn ich das korrekt verstanden habe. Gott, ich habe schon wieder so viele Sachen. Hier, ja, wir können nichts damit machen. Das heißt, es ist einfach nur eine Waffe ohne Besonderheiten, mit dem Ausnahme, dass sie keine Erfahrung mehr bekommt. Geile Waffe, ne? Die will man benutzen. Ja, jetzt kommt also der Punkt. Erinnert ihr euch noch, dass wir zwischendurch diese komischen Sachen gefunden haben? Diese Crests, diese Wappendinger, Luna-Wappen, wie sie hießen, und Solaris-Wappen. In Solaris hieß es, glaube ich, nicht Solar oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll was, glaube ich. Also diese ganzen Wappendinger, die müssten ja auch hier bei Key-Items noch bei sein, warte. Hier. Da. Solaris-Marke, so heißen sie hier. Marke, Marke, Marke. Das sind die Marken, die ich jetzt zufällig schon mitgenommen habe auf der Reise und nie wusste, wozu die gut sind. Jetzt weiß ich's. Die braucht man, um die Waffen aufzuwerten. Wenn man die mit einer Waffe zu diesem Ort bringt, wo wir gerade eben waren, kann man die Waffe damit aufwerten. Das Problem ist, es gibt nicht nur eine Marke. Es gibt tatsächlich zwei Sachen, die man braucht, nicht nur eine. Und die andere ist das Problem. Ich weiß nicht, ob eine von denen überhaupt für sie ist. Ist die Luna-Marke vielleicht für sie? Ist sie das? Könnte das sein? Wahrscheinlich nicht, ne? Lulu ist für... Nee, es könnte ihre sein. Wir gehen mal dahin. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber wir gehen nochmal dahin. Das heißt, ich lasse euch kurz wieder alleine und gut, der Bruchteil einer Sekunde beim Übergang. Und dann sehen wir uns gleich wieder an diesem Ding und dann nutzen wir mal so ein Wappen, wenn das mit dem Nirvana-Ding zusammen funktioniert. Ja? Also bis gleich. So, da wären wir. Mal gucken, ob das Luna-Ding vielleicht dazu passt oder eins von den Dingern, die wir haben. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Lege die Waffe des Solaris vor. Luna. Ja? Luna-Marke, oder? Okay, also wir haben eins von Junas haben wir tatsächlich, okay. Dann sehen wir auch mal ihren Star, wie er aussieht. Und das war das erste Upgrade dafür. Die Waffe ist nun stärker. Schauen wir mal, was bedeutet, dass sie stärker ist. Das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Nein, ich habe nämlich keine anderen. Nein. Doppel-Ekstase. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich schätze mal, dass sie uns Ekstase-Leiste doppelt so schnell füllt. Das würde nämlich Sinn ergeben. Aber das Ding geht immer noch 0 AP. Ich frage mich gerade, ob der 0 AP-Scheiß bleibt. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Aber gut. Sag mal, du hast jetzt das Maximal-Level erreicht und da willst du gar nicht mehr leveln. Dann ist Doppel-Ekstase natürlich nicht völlig verkehrt. Können wir denn mittlerweile was einbauen? Ich glaube nicht. Ne? Das geht wahrscheinlich immer noch nicht. Das wird wahrscheinlich bis zum Ende gar nicht gehen. Aber wir gucken nochmal eben nach. Weil das ist, wie gesagt, nur ein Aufrüsten. Dieses Aufrüsten hat aber noch einen Nebeneffekt, den ich euch auch auf jeden Fall näher bringen möchte. Ja, wir können nichts damit machen. Und zwar bei manchen Charakteren, nicht bei allen tatsächlich, aber bei manchen, wie zum Beispiel Yuna, ist es so, wenn sie das erste Mal ihre Waffe verbessert, diese Weise, ihre Ulti-Waffe, dann bekommt einer der Bestia die Möglichkeit, die Schadensschwelle zu überstreben. Ne? Also diese 9999-Schwelle. Das ist übrigens auch das, was diese Waffen generell können. Diese besonderen Superwaffen, wenn ich es richtig verstanden habe. Die können das für unsere Charaktere auch machen. Aber wie gesagt, manche von denen machen das auch für die Bestia. Und das, was wir jetzt gerade bekommen haben, das müsste jetzt tatsächlich für Valfaris freigeschaltet haben, dass Valfaris jetzt über den Schadenswert rüber kann. Das heißt, Valfaris, lange jetzt ein bisschen der Schwächere gewesen, ist jetzt auf einem ähnlichen Level wie Bahamut und Anima, weil er halt auch diesen Schadenswert überschreiten kann. Ne? Okay. Dann machen wir jetzt auch mal hier eine Break und dann sehen wir uns gleich auf der stillen Ebene wieder. So, da wären wir in der stillen Ebene und jetzt werde ich euch kurz verraten, warum ich nicht all die Superwaffe holen werde. Wie gesagt, die Superwaffen lohnen sich wohl erst wirklich, wenn du die beiden Upgrades reingemacht hast. Die Problematik dabei ist, manche von denen sind sehr schwer zu bekommen oder haben
extreme Bedingungen, denn das letzte Teil für eine Waffe, was wir brauchen, ist meistens mit irgendwas Komischem verknüpft. Mal so ein Beispiel, bei Lulu zum Beispiel müsste man auf die Donnerebene und man müsste dann 200 Mal am Stück, ohne Spaß, 200 Mal am Stück, ohne Fehler, ohne Speichern, ohne das Gebiet zu verlassen, einem Blitz ausweichen. What the fuck? Das würde ich mir in meinem Leben nicht antun. Ganz ehrlich. Ja? Ich glaube sogar, es gibt Mods dafür, die das dann leichter machen. Das werde ich nicht nutzen, sowas. Also, ich verzichte einfach drauf. Und bei manchen anderen sind auch solche Sachen. Ich glaube, bei Oren oder bei Yuna, wenn nicht sogar bei beiden, ist es so, dass sie irgendwie von ganz vielen Gebieten Monster fangen müssen. Dass ganz viele von den Gebieten komplett sind und so weiter, was auch extrem lange dauern kann. Ich glaube, Wackers Kram hat ein bisschen mit dem Blitzball zu tun, dass man irgendwie Meister werden muss oder ein Turnier gewinnen muss. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das werde ich alles nicht machen, weil das wird alles so lange dauern. Da werde ich wahnsinnig bei werden, ganz ehrlich. Manche von den Sachen sind auch eine ganz komische Minispiele geknüpft, die wir noch gar nicht kennen, die mich auch verrückt machen würden. Aber ich dachte mir, es wäre cool, wenn wir trotzdem wenigstens eine von diesen Waffen machen würden. Einfach nur, weil es möglich ist und weil es vielleicht cool wäre, auch für mich das einmal miterlebt zu haben, so eine Waffe komplett zu machen. Und ich fand, dass die Sachen von Tidus vergleichsweise okay schienen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das einbilde und das trotzdem vielleicht schrecklich wird. Aber ich glaube, die Tidus-Sachen sind eher machbar für mich. Mit Tidus müssen wir scheinbar mit Chocobo-Krams arbeiten. Deswegen sind wir hier wieder auf der Ebene. Übrigens, dieses Crest von Tidus haben wir schon. Das war das, was wir in dem Raum gefunden haben. Unter dem Raum, wo wir gegen Yuna Lesra gekämpft haben. Da habe ich einen so einen Solar-Crest bekommen. Das ist das für ihn. Und ich finde, er ist auch der Main-Character und er hat ein ziemlich schweres Schicksal, irgendwie, weil er irgendwie nur ein Traum ist, was mir irgendwie leid tut für ihn. Ich weiß ja noch nicht, wie das mit ihm weitergehen soll irgendwann. Aber Fakt ist, er kann definitiv diese Waffe gebrauchen. Ja, ich gönne ihm die. Er ist nicht mein Lieblingscharakter, definitiv nicht. Aber ich gönne ihm die und als Main-Character darf er das gerne haben. Ich versuch's zumindest. Ich denke mal, ich muss jetzt sagen, ich will trainieren. Eierei ausreichend. Wir müssen die ganzen Trainingsdinger schaffen. Eierei haben wir schon geschafft, oder? Das wir müssen ausweichen machen. Diesmal läuft der Chocobo geradeaus. Und das Prinzip bleibt aber gleich. Diesmal werden jede Menge Bälle herangeflogen kommen. Weiche ihn mit den Richtungstasten aus. Fliegst du einen Ball ab, bleibt der Chocobo stehen. Pass also gut auf. Wenn das hier dein erster Versuch ist, solltest du dir die Steuerung anschauen. Also los geht's. Die anzustrebende Zeit beträgt 16,8 Sekunden. Okay, wir versuchen es. Er rennt ja gerade aus. Ich muss ja nur ausweichen, wenn Steine kommen, richtig? Wow! Okay, das habe ich nicht richtig verstanden. Ich dachte, da kommt von oben was runtergeflogen, nicht von vorne. Oh, die sind auch noch homing. Ja, ja, gut. Oh, das schaffe ich erstmal nicht. Okay, gut. Oh Gott. Homing Missiles, aber ja, gut, scheiße. Ja, jetzt nehme ich noch jeden mit, den ich kriegen kann. Ja, das war zu langsam. Du hast es geschafft, willkommen im Ziel. Ja, wenn ich so schlecht drin bin, dann wird es noch witzig. Wir müssen nämlich sehr gut hier drin werden. Ja, ich hätte irgendwas davon zu lang sitzen sollte, dann erspare ich euch das natürlich, ist ja klar. Oh Gott. Alter, wer schießt die? Ein Geist? Das war gut, kein einziger Treffer. Muss gereicht haben, oder? Ja. Die Hälfte, 4,4 Sekunden schneller als nötig. Das ist gut. Du hast Ausweichen gelernt. Jetzt kommt das letzte Training. Doch davor hier eine Belohnung fürs Bestehen. Bei jedem neuen Rekord bekommst du etwas. Ein Level 1 wäre was. Bei jedem neuen Rekord, dann hätte ich ja besser versuchen können, möglichst nah an die Zeit zu kommen, dann langsam Stück für Stück zu unterbieten. Aber wenn das Level 1 wäre Passe sind, dann was soll ich damit? Anderes Training. Wir müssen jetzt anderes Training bekommen haben. Super Ausweich, Chocobo, das klingt ja schrecklich. Diesmal wird allerlei angeflogen kommen. Weiche ihn mit den Richtungstasten aus. Kriegst du einen Ball ab, bleibt der Chocobo stehen. Das kennen wir schon. Also einfach nur schwerer. Okay. Gut. Oh. Ja, cool, es kommt Tauben auch noch angeflogen oder sowas. Und die Bälle sind wie Mörser und streuen. Wow. Was haben die denn geraucht? Ja, das wird ja schrecklich. Vögel sehe ich da. Wenn ich auf die Bälle achte, sehe ich die Vögel nicht. Das ist mein Problem. Oh.
Gut, wir sehen uns, wenn ich das geschafft habe, ja? Bis gleich. Geschafft und ich habe mich von nichts treffen lassen. Das lief viel besser. Ich bin einfach nur so extrem ausgewichen, wie ich konnte. Und das war das Richtige. Immer ganz weit links, ganz weit rechts. Vier Sekunden schneller als nötig. Hätte ich genug, jemanden zu sehen, der alles bestanden hat. Mein Trainingsprogramm ist abgeschlossen, aber das ist noch nicht das Ende. Jetzt wird es nämlich jetzt relevant. Genau, ein Wettrennen. Willst du gegen mich antreten? Kannst du jederzeit vorbeikommen. Ach ja, hier. Die Belohnung fürs Bestehen. Bei jedem neuen Rekord bekommst du etwas. Level 3 wäre mir lieber gewesen, aber danke. So. Ach nee. Speichern wir erstmal diesen Erfolg. Das Training ist abgeschlossen. Muss ich das Rennen gewinnen. Weil das Problem ist, mit Tidus haben wir noch nicht die Waffe, ne? Wir haben bisher zwar so ein Crest, aber noch nicht die Waffe, die wir eigentlich brauchen. Und die kriegen wir auf diesem Weg. Ja, ich möchte nicht trainieren. Ich will ehrlich gesagt ein Rennen mit dir schreiben. Das hast du bei Training mit aufgeführt, oder wie? Ich dachte, ich könnte das Rennen, oder ist das das Rennen? Fang Chocobo? Dies ist der Zugang zur stillen Ebene, vom Makelania-Wald aus gesehen. Das ist unser Startpunkt, der ist das Rennen, okay. Und das Ziel ist von hier aus gesehen ganz rechts hinter der Ebene, also der Zugang Richtung Berg, alles klar. Ja, genau dort, als hätte sie mir geantwortet, unheimlich. Es ist einfach, du musst nur schneller als ich ankommen. Aber das alleine reicht nicht. Schnappst du dir einen Luftballon, bekommst du 3 Sekunden als Bonus. Aber erwischen dich die Vögel, bleibt der Chocobo stehen, das sind 3 Strafsekunden. Die Bonus- und Strafsekunden werden auf deine Gesamtzeit berechnet. Also bleibe ich nicht nur stehen für 3 Sekunden, beziehungsweise ich bleibe stehen und bekomme nachher nochmal 3 Sekunden abgezogen. Weil so erzählst du es mir zumindest gerade. Wenn du genügend Ballons sammelst, kannst du nach mir ins Ziel und trotzdem gewinnen. Okay, genug erklärt. Gehen wir ins Eingemachte. Zur Orientierung eine Zeitvorgabe 45 Sekunden. Okay. Oh, sie sammelt die auch ein, oder? Das ist ja ein bisschen blöd für mich. Ja, what the fuck, habe ich ja schon verloren. Wenn sie jetzt am Anfang schon einsammelt alle. Ja, auch noch Vögel, super. Sie wurde auch getroffen, immerhin. Ach, und ich bin reingelaufen wie so ein Torf. Oh. Ja, sehr gut, das sehe ich gerne, wie du getroffen wirst. Ich finde es sehr schön, dass auch sie getroffen werden kann. Ach nein, ich bin so Torf. Mann, ich war so gut dabei. Also jetzt am Ende zumindest. Hä? Ich konnte nicht weiter nach links laufen. Ich hör. Oh. Yeah. Ja, ist okay. Dankeschön. Ja, jetzt nehme ich jeden mit. Scheiße. Ja, das Blöde ist, die Strecke ist ein bisschen. Die ist eingezäunt mit Alpha-Wänden sozusagen. Also Wände, die ich nicht durchbrechen kann. Und ich weiß nicht genau, wo die Strecke endet. Das heißt, wenn ich nach links ausweiche und da kommt ein Vogel, dann kann ich nicht weiter nach links. Das ist das Problem. Ich habe 7 Vögel mitgenommen, Alter. Ich habe über eine Minute. Ja, am Ende wird immer drauf gerechnet. Okay. Das Wichtigste wäre, dass ich lerne, den Vögeln auszuweichen. Das ist viel wichtiger, als die Balance erstmal einzusammeln. Würde ich jetzt behaupten. Sind da schon so viele davon mit am Anfang? Das ist so unfair. Nein! Och Mann. Boah, ich treffe dich auch gar nicht, die Luftballons, ne? Also wirklich gar nicht. Oh. Ich dachte, dass da. Also ich habe mir das einfacher vorgestellt, aber das ist wesentlich schwerer, als ich gedacht hätte. Weil der sich so schwammig steuert, der Chocobo. Ja, gut, es ist trotzdem schlecht, oder? Ich habe da zu viele Pluspunkte gesammelt, sag ich mal. Pluspunkte in Anführungsstrichen. Pluspunkte, ja, auch nur Morde, mein Gott. Ah, Pech gehabt, ich habe gewonnen. Was? Die hat so viel Luftballon eingesammelt, dass sie auch gewonnen hat. Okay, wir sehen uns wieder, wenn ich es geschafft habe, ja, bis gleich. Ja, gerade auch so reingeskippt in die Sache. Ich habe es gerade ehrlich geschafft. Ich war zwar ziemlich schlecht, aber sie war noch schlechter. Und deswegen habe ich ganz knapp gewonnen. Oh Gott. Okay. Puh, verloren. Glückwunsch. Ja, ja. Ich hätte nie erwartet, dass du so gut bist. Ich war nicht gut. Du warst einfach nur schlechter dieses Mal. Ich werde auch trainieren, um dich zu übertreffen.
Du kannst jederzeit trainieren, komm einfach vorbei. Das ist dafür, dass du gegen mich gewonnen hast. Bei jedem neuen Rekord bekommst du etwas. Oh, das ist wirklich großartig. Level 3 ist Zero. Fast, danke. Pass. Jetzt müssen wir sagen, ach nee. Glaube ich. Glaube ich zumindest. Und jetzt kommt nämlich was ganz Komisches. Das kann man von hier aus gar nicht sehen anscheinend. Ich will es mal eben zeigen. Und zwar müsste jetzt da oben jemand stehen. Oder nee, vorne steht er schon. Das ist mein Fehler. Hier steht er. Der Typ hier. Du bist der Wahnsinn, du hast gegen sie gewonnen. Das Rennen war so aufregend, da musste ich einfach hierher kommen. Allerdings weiß eigentlich keiner so recht, ob diese Frau es drauf hat oder nicht. Wie hat's drauf? Was hat's ich auf jeden Fall? Der Typ hier, ne, der jetzt hier steht und sagt, er musste unbedingt kommen, um zu gucken. Ne? Der Typ steht normalerweise an einem Ort, wo ich damals gar nicht hingelaufen bin, weil ich das gar nicht gesehen habe. Auf der Karte sieht man es aber. Hier oben ist ein kleiner Zipfel, ne? Man kann da nämlich runterlaufen. Und genau hier steht dieser Typ vor und lässt uns nicht durch. Jetzt ist er weg und ich kann dahin. Der solare Spiegel leuchtet auf. Und da ist sie. Das ist Tidus Waffe. Eigentlich ein hübsches Stück. Auch hier ist ein etwas aquatischeres Design, das Ultima-Schwert. Aber natürlich ziemlich nutzlos ohne die Aufrüstung. Eine Aufrüstung hätten wir ja, aber die alleine reicht nicht. Jetzt kommt nämlich das eigentliche Problem. Jetzt kommt nämlich das Schwierige. Ich habe ja gesagt, es gibt immer eine schwierige Sache. Und wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir das Rennen gegen sie gewinnen, aber auch unter dieser Zeit von 45 Sekunden bleiben, die sie anpeilt. Dann kriegen wir, glaube ich, das andere Quest. Verglichen mit 200 mal Blitz ausweichen, dürfte das wesentlich angenehmer sein. Nur so als Beispiel. Aber ich muss es trotzdem erstmal schaffen und meine beste Zeit war jetzt gerade 48 Sekunden und das ist nicht gut genug. Wenn das überhaupt reicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht sogar noch was mehr unterbieten muss. Das habe ich nämlich gerade gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich würde sagen, ich versuche es jetzt nochmal, diesen 45 angepeilten Bereich zu schaffen. Und vielleicht gewinnen wir da. Und vielleicht schaffe ich es ja, alle Teile zu bekommen. Hätte ich übrigens damals... Noch so eine Sache. Hätte ich damals, als wir Junaleska besiegt haben, nicht nochmal geguckt in der Treppe und diesen Schatz gefunden, würde da jetzt auch ein Dark Bestia sein, das mich davon abhalten würde, ne? Dann könnte ich die Waffe gar nicht mehr kriegen. Also zumindest nicht, bevor ich so an sie besiegen kann und das wird nicht passieren. Okay, ich will trainieren. Wir reiten noch einmal zusammen. Wahrscheinlich werde ich dabei absolut versagen. Vernichtend geschlagen werden. Wenn bisher bedrückt, Rekord bedrückt 48 Sekunden, ja? Okay. Wir versuchen es einmal zusammen, sonst versuche ich es alleine. Es wird auf jeden Fall, wenn wir ein paar Mal zusammen mal gucken. Es ist auf jeden Fall ein Albtraum, da bin ich mir sicher. Oh, die Look-Probleme sind anders jetzt, oder? Bin ich schneller geworden? Ich bin ein bisschen schneller als die jetzt, oder? Anders als vorher. Ja, lass dich treffen, das finde ich gut, aber ob sie getroffen wird oder nicht, das hilft mir nicht. Nein, ach, das ist manchmal so blöd, du kannst echt fast nichts machen manchmal. Es ist leider einfach so. Sieht nicht gut aus, oder? Mann, das ist manchmal echt so blöd, wie die Vögel kommen. Das kannst du so schlecht abschätzen. Und du hast immer so eine eingeschränkte... Oh, ja, ich krieg nur Abzüge, ne? Ich krieg nur eigentlich mal Plus, also Abzüge, nicht im Positiven. Ich meine, dann hab ich nach oben. Ich habe mehr Luft bei uns als Vögel gekommen. Ich komme unter 45. Reicht das? Wahrscheinlich muss ich eine bessere Zeit schlagen als 45, oder? Ich habe 29 Sekunden geschafft. Wie zum Teufel habe ich das geschafft? Reicht das? Nee, das ist ein Turbo-Ether. Muss ich noch schneller sein als das? Ich muss noch schneller sein als das? Wie schnell muss ich sein? Ich guck mal kurz nach, wie schnell ich sein muss, okay? Alter, das war gerade mehr Glück als Verstand, dass ich so gut war. Und ich muss noch schneller sein. Nein. Bis gleich. Ich möchte mir am liebsten selbst in den Arsch treten. Controller-Rapider. Na, Moment. Mir ist aufgefallen, dass mein Controller manchmal disconnected, was er leider tut. Ich habe jetzt mittlerweile echt einen neuen bestellt, weil es einfach nicht mehr auszuhalten ist.
dass er tatsächlich dann manchmal auch den Ton verzerrt für den Moment. Also was ich gerade gesagt habe, ich könnte mir in den Arsch treten, was ich gesagt habe, das wäre machbar. Leicht machbar. Ich muss eine Zeit von 0 Sekunden erreichen. Mindestens. Das heißt, ich muss so viel Luftballon fangen, dass ich am Ende 0 Sekunden habe und möglichst keine Vögel treffen. Ich hasse mein Leben. Let's go. Einmal versuchen wir es zusammen, danach muss ich wahrscheinlich noch 1000 Mal alleine machen. Weil das wird definitiv ein Albtraum werden. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, das war's wahrscheinlich schon. Ich muss trotzdem weiter üben. Ach komm, manchmal... Der hat mich doch nicht getroffen visuell, oder? Der war doch links von mir noch ein gutes Stück. Erzähl mir doch nichts. Er sieht nicht mal anders, was so gut wie ich sein soll. Das ist doch lächerlich. Ach, come on, man. Und die Luftballons treffen. Weißt du, ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr diesen Chocobo bewegt, der bewegt sich so scheiße. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wirklich nicht. Na, ich werde immer schlechter wieder, ne? Typisch für mich. Na, das wird doch ein absoluter Albtraum. Sie schafft das nicht mal, sie ist eine KI, wie soll ich das schaffen? War das besser? Ne, das war noch schlechter als eben, ne? Naja, ich war. Das ist typisch für mich. Ich werde nicht besser, ich werde wenn dann schlechter. Okay, ich versuche es jetzt so lange, bis ich es hoffentlich schaffe. Bis gleich. Ich hoffe bis gleich. Das wird nicht reichen, aber ich will trotzdem gucken. Ihr wollt trotzdem sehen, dass ich einen neuen Rekord erreicht habe. Das war der nächste Versuch direkt. 16 Sekunden. Wie soll ich denn noch besser sein? Das Frustrierende daran ist, ich merke, dass am Anfang die ersten paar Sekunden schon entscheidend sind. Manchmal kriegt sie die ersten Luftballons. Und manchmal kriege ich die. Und es ist super wichtig, dass ich die kriege. Ich kann aber ein Race nicht neu starten, bis ich nicht ganz durchgelaufen bin. Und das ist so unendlich frustrierend. Wie soll ich denn noch besser werden? Naja, ich muss es irgendwie schaffen. Ich versuche es zumindest noch weiter. Besser werde ich nicht. Wenn das nicht richtig ist, dann habe ich keine Chance. Ich werde wahnsinnig. Dieses Spiel macht mich verrückt gerade. Ich war so gut jetzt. Ich habe mich, glaube ich, vor keinem Vogel treffen lassen. Die Frage ist, habe ich genug Luftballons bekommen? Bitte. Ja, das reicht doch, oder? Nee, es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Oh, das kann doch nicht sein. Wie soll man denn 0 Sekunden schaffen? Oh, ist das schrecklich. Was habe ich mir hier eingetan? Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ganz ehrlich, Leute. Ihr müsst verstehen, die Strecke ändert sich ja jedes Mal. Also es gibt keine feste Strecke, wo Luftballons immer gleich sind oder sowas. Die werden neu angeordnet jedes Mal. Ich werde niemals besser als das sein, Leute. Ich glaube, ich kriege keine einzige Superwaffe komplett so. Ich dachte, das wäre machbar, weil ich dachte, Chocobo-Rennen, so schlimm kann es nicht sein. Aber das hier ist schlimm. Das hier ist so schlimm. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ja gut, ich glaube, Blitzendoschen wäre noch schlimmer, aber das ist schon nah dran hier. Ah, einmal zu weit nach links gedrückt und schon habe ich verloren. Ich kann nicht, das Nervige ist, ihr könnt halt nicht neu starten. Ihr müsst das immer bis zu Ende fahren, das Rennen. Wenn ihr getroffen werdet, habt ihr schon verloren. Ich habe gerade 11 Luftballons geholt, ohne getroffen zu werden. Das werde ich nie wieder so gut schaffen. Oh, ist das ärgerlich. Ja, siehst du, was hätte ich da machen? Da gibt es die Situation, wo die Vögel direkt über dir runterkommen und dich instant treffen. Da kannst du nichts gegen tun, da wirst du einfach getroffen. Da kannst du noch so gut sein. Ich bin ja schon besser geworden, sieht man ja vielleicht auch. Ja, siehst du, ich musste nach rechts. Siehst du, der kommt und trifft mich. Ich kann, es ist so ein dummes Minispiel. Ich glaube, die Superwaffen in diesem Spiel sind einfach nichts für mich. Wenn die mit solchen Minispielen zusammenhängen, die so frustrierend sind. Es ist wirklich extremst frustrierend, dieses Minispiel. Wirklich, wirklich. Es ist wirklich extremst frustrierend. Ja, super. Jetzt hat sie schon wieder den ersten bekommen. Wenn sie den ersten bekommt, ist sie ein Stück schneller als ich. Das heißt, sie kriegt jeden danach, wenn sie will. Ich habe schon verloren jetzt, weil ich nicht mehr genug Luftballons bekommen kann. Aber ich kann nicht restarten. Ich kann zwar Pause drücken. Nee, das geht auch nicht. Okay, ich kann gar nichts machen. Ich muss jetzt bis zum Ende durch und mich von Vögeln treffen lassen, weil die Konzentration natürlich immer noch nachlässt. Nee, ich glaube, ich gebe es auf. Ich habe es wirklich versucht, Titusreife zu bekommen. Aber ich sitze hier, glaube ich, bestimmt jetzt schon eine halbe Stunde dran. Hör mir diese Melodie an. Hab diese wubbelige Steuerung, weil es ist so, ihr lenkt den nicht wie ein Fahrzeug oder so, sondern ihr lenkt einmal in Richtung und dann macht der Chocobo eine Bewegung danach in die Richtung. Und wenn ihr nochmal in die Richtung wollt, also weiter in die Richtung wollt, müsst ihr zweimal die Bewegung drücken. Also es ist jedes Mal drücken, 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 drücken.
Und dabei irgendwie diese plötzlich auftauchenden Vögel und dann die Luftballons noch zu erwischen, bei sich ändernden Fahrbahnen, also Aufteilungen der Luftballons, wo du dir keine Route oder System merken kannst. Es gibt irgendwie drei verschiedene oder so, aber du musst schon Glück haben, das zu bekommen, was gut ist, sag ich mal. Einen bekommen jetzt. Ich höre es im Geräusch. Zwei. Drei. Ich konnte nicht weiter nach rechts ausweichen. Nach links wäre ich auch getroffen worden. Ich kriege keine Luftballon mehr. Alle Vögel gehen auf mich, warum auch immer gerade. Ja, gut, schön. Bringt mir auch nichts. Es bringt mir ja nichts, wenn sie getroffen wird. Außer, dass ich dann vielleicht wieder vor sie komme und die Luftballon abgreifen kann. Mehr ist es ja im Grunde nicht. Aber ich kriege schon wieder nicht genug, das sehe ich jetzt schon. Ich sehe jetzt schon, dass es nicht genug Luftballons sind. Das ist so frustrierend, es jetzt schon wieder zu wissen. Ich war gut dieses Mal, aber es bringt mir nichts. Es bringt mir gar nichts. Also vergleichsweise gut. Aber nicht wirklich gut genug. Ich habe jetzt mehr einen Luftballon mehr getroffen, dafür leider auch Bälle. Ja, Vögel meine ich, nicht Bälle. Das macht mich wahnsinnig selbst schon, ihr merkt es schon. Es war schneller, wow. Aber ich krieg das nicht hin. Ich versuche jetzt noch ein bisschen. Ja, wir beenden gleich die Folge und ich werde es einfach nochmal außerhalb der Folge versuchen. Ja? Aber ich glaube nicht, ich müsste schon sehr viel Glück haben, das zu schaffen. Das ist, glaube ich, Fakt. Ich müsste schon sehr viel Glück haben, das zu schaffen. Es hat mit Können für mich nichts mehr zu tun an dem Punkt. Es ist ein bisschen mit Glück. Es ist eine Kombination. Und ich habe nicht viel Glück. Das ist das Problem. Also, falls ich es hinbekomme, in der Zwischenzeit, dann machen wir nächstes Mal die Rache von Tidus komplett. Falls ich es nicht schaffe, machen wir die Story weiter. Nee, Quatsch. Dann machen wir, Ich wollte ja eigentlich die hier Blitzball-Folge nicht in dieselbe Folge packen wie das Schwert, weil das Schwert wollte ich vielleicht sehen, Blitzball wollte ich vielleicht nicht sehen. Wir machen es so. Die nächste Folge wird auf jeden Fall die Blitzball-Folge. Wenn ich es bis dato schaffe, Sachen zusammenzusammeln, werden wir als erstes in der übernächsten Folge, bevor wir die Story weitermachen, das Schwert zusammensetzen. Aber nur, wenn ich es schaffe. Und ich bezweifle stark. Ich will wirklich nichts versprechen. Weil das ist unfassbar frustrierend. Ich weiß schon ganz genau, warum ich die anderen Dinger nicht machen wollte. Mir reicht das hier schon. Naja, ich danke euch fürs Zusehen, fürs Mitertragen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das wird, wie gesagt, mit Sicherheit eine Blitzball-Folge. Falls es euch nicht interessiert, könnt ihr die tatsächlich skippen. Sonst die übernächste Folge machen wir dann auf jeden Fall Story weiter und vielleicht das Schwert, wenn ich es schaffe. Bye, bye.